Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit Hidden Agenda. Heute folgt der dritte Teil und wir müssen mal sehen, ob wir jetzt Antworten auf unsere Fragen bekommen, die wir im letzten Teil gestellt haben, wie es jetzt weitergeht. Wir werden es sehen und ich würde sagen, wir starten jetzt und auf geht es, Freunde. Okay, hier, wir müssen Hinweise finden. Okay, das haben wir. Das Bild haben wir hier. Die Anschusslöcher. Schnell. Wo sind die? Waren die? Ja, da waren die. Da sind die. Ein ganzes Magazin. Wenn ihm jemand von hinten die Kehle durchschneidet. Warum schießt er hier hin? Und wenn es von vorne war, warum traf er dann nicht? Oh Gott. Er ist es wirklich. Was entdeckt? Nichts Nützliches. Becky, tut mir leid, aber ich muss fragen. Wo warst du gestern? Ich war gestern daheim, ich war zu Hause. Was soll die Frage? Vermuten die jetzt, dass ich was mit dem Mord zu tun habe? Ich? Das glaube ich jetzt nicht. Ich war daheim. Definitiv. Wo soll ich sonst gewesen sein? Ich war zu Hause. Ich war daheim. Ich war daheim. Alleine? Ja. Und? Scheiße. Was? Du musst sehr, sehr vorsichtig mit der Sache umgehen. Warum? Du musst nachweisen können, wo du warst. Jeder weiß, wie du und Calvary zueinander standet. Tom. Sei vorsichtig. Was soll das jetzt? Ist doch klar, dass sich Kollegen nicht mögen und sich mal einzicken oder sonst was. Ich bin verwirrt, ich bin wütend. Na, wütend bin ich nicht direkt, ich bin verwirrt. Das ist verrückt, das klingt verrückt. Ich soll den Mord begangen haben? Niemals. Das kann nicht sein. Wünschte ich auch. Ich habe dieses Arschloch gehasst, aber sowas würde ich nie tun. Ich glaube dir. Das sollte nicht nötig sein. Damit ist Teil 1 beendet. Schaut ins Logbuch, trinkt einen Schluck und tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Okay, das war Teil 1. Ich habe leider nichts zu trinken da. Ich kann keinen Schluck nehmen. Hab kein Wasser hier stehen. Gut, das war Teil 1. War schon sehr, sehr heftig. Ich finde das Spiel bis hierhin sehr, sehr, sehr gut. Also haben die Entwickler was richtig Gutes gemacht und ich würde sagen, wir fahren fort. Gut, wir nahmen ihn fest. Aber die Frau, die da gestorben ist, ist durch einen Stromschlag gestorben. Das wissen wir doch. Das mit der Kamera, das war auch ein Witz. Da fällt die Kamera runter und man hört es nicht. Das gibt's doch gar nicht, das hättest du doch mitkriegen müssen. Schon komisch.
Jetzt kommt Teil 2 von Hidden Agenda. Teil 2. Oh weia. Aber ich muss sagen, es ist ein schönes Spiel, so ein interaktiver Film. Irgendwie fühlt man sich, als wäre man im Kino, mittendrin statt nur dabei. Hey Sam, wie geht's? Es geht so. Ist wohl immer viel Arbeit, wenn ein Freak unterwegs ist. Okay, okay, Leute. Ruhe bitte und zuhören. Hey, zuhören. Wir haben einen Kopf verloren. Er kehrt nie wieder in den Dienst zurück. Und es kam fast noch schlimmer. Ich weiß, das ist schwierig für uns alle. Niemand hätte gedacht, dass wir erleben, dass Jack Calvary zu Fall gebracht wird. Seien wir ehrlich, er war nicht der Typ, der Mäuse mit Speck fängt. Aber er war einer von uns. Und diese Tat ist nicht hinnehmbar. Da ist was Wahres dran. War es wirklich der Trapper? Wir wissen es nicht. Aber er ist da draußen, er treibt sein Unwesen. Ich bin neugierig. Gibt's was Neues von der Zeugin? Ja, ich bin neugierig. Wir wissen, ob es was Neues von der Zeugin gibt. Entschuldigung, Sergeant. Was gibt's Neues zur Zeugin, dem Callgirl? Die Fahndung ist raus und nach diesem Adam Jones auch. Ich sag Bescheid. Solange sich nichts anderes ergibt, gehen wir hier zunächst von einem Nachahmungstäter aus. Es ist gut möglich, dass Jonathan Finn irgendwie aus dem Hintergrund die Fäden zieht. Wir haben Staatsanwältin Felicity Graves hier, um bei der Ermittlung zu helfen. Sie ist vertraut mit dem Trapper-Fall. Sie wird uns helfen. Bitte unterstützen Sie sie. Und noch was. Staatsanwältin Felicity Graves hat ausgehandelt, dass Jonathan Finn vorübergehend in unser Gewahrsam kommt. Ach, kommen Sie ganz im Ernst? Hey. Ich denke, das könnte eine wichtige Spur sein und gehe ihr nach. Wer ein Problem damit hat, kann in mein Büro kommen. Detective Marnie, ab jetzt gehen Sie bitte Calvarys alte Trapper-Akten durch. Wir suchen Zusammenhänge, die übersehen wurden. Beherrscht, Profi, klar, warum nicht? Vielleicht kann man noch irgendwie was entdecken, was übersehen wurde, wie gesagt. Ja, klar. Warum nicht? Bisschen Papierkram, mache ich zwar nicht gerne, aber muss sein. Okay, ich gehe die Akten mal durch. Ja, klar. Okay. Okay, ran an die Arbeit. Denk dran. Jack Calvary sieht uns zu, wo auch immer er gelandet sein mag. Machen wir ihn stolz. Hi, Miss Graves. Wie geht's Ihnen? Es ist hart, einen von uns zu verlieren. Egal, wie es passiert. Aber danke der Nachfrage. Ich melde mich, wenn wir was finden. Sie machen Finn jetzt für seinen kleinen Ausflug bereit. Ich möchte, dass Sie mitkommen. Möchte ich auch. Wenn ich aus dem Kerker gelassen werde. Haben wir ein Problem? Was? Denkst du wirklich, dass ich was damit zu tun habe? Becky, hör zu. Oh nein, Tom, du hörst zu. Gehst du zur Seite? Ja, glaubt doch nicht in allen Ernst, dass ich was mit diesem Polizistenmord zu tun habe, dass ich diesen Cop umgebracht habe. Wir sind Partner, wir müssen zusammenhalten. Warum vertraust du mir nicht? Wir sind Partner. Wir müssen ehrlich zueinander sein. Ehrlich? Schön. Ganz ehrlich. Jeder weiß von dem Streit zwischen dir und Calvary. Ein paar Leute glauben, du bist nicht ganz dicht. Du musst besser auf dich aufpassen. Tom, du beschuldigst mich des Mordes an einem Officer. Du hast ein Motiv. Ich mache nur meinen Job. Enttäuscht, drohend. Jetzt werde ich aber langsam sauer. Warum reizst du mich? Genau. Drohen wir ihn doch ganz einfach mal. Warum reizt du mich, Tom? Was? Ich kapier's nicht. Willst du mich wütend machen? Wir können das auch anders klären. Wie bitte?
kannst du haben. Oh, willst du mir drohen? Adam Jones war definitiv in Las Palmas, zusammen mit Finn. Angeblich ist er bei dem Brand damals umgekommen. Und jetzt behauptet Finn, Jones wurde später zum Trapper, aber wie kann das möglich sein? Das macht keinen Sinn. Gut, die waren zusammen in Las Palmas. Er soll angeblich damals verbrannt sein bei dem Brand, bei dem Feuer. Da stimmt doch irgendwas nicht, das ist doch gelogen. Nochmal zurück. Der Bestatter. Das Ziel, für das Finn kein ersichtliches Mordmotiv hatte. Offenbar keine Verbindung zu Las Palmas. Die Witwe sagte, sie hat keine Ahnung, warum Finn ihren Mann hätte umbringen wollen. Aber nach 5 Jahren hat sich ihre Sicht vielleicht etwas verändert. Mal sehen, ob sie jetzt gesprächiger ist. Ja? Miss Johnson, was wollen Sie? Seriös, ich bin von der Polizei. Genau. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen über Ihren Mann stellen. Dafür habe ich wirklich keine Zeit. Entschuldigung, wie bitte? Ich sagte, ich habe keine Zeit für Fragen über diesen Lügner und Betrüger. Niemand hat mir Fragen gestellt, als ich meldete, dass er mich schlägt. Das tut mir leid. Entschuldigend, ja. Es tut mir leid, was Sie durchmachen mussten. Und dass die Cops Ihnen nicht geholfen haben. Das geht nicht. Verdammt richtig. Naja, jetzt bin ich hier. Bereit zum Zuhören und helfen. Was wollen Sie denn wissen? Tut mir leid, dass er Sie so behandelt hat. Das hätten Sie der Polizei sagen sollen. Mitfühlend. Es tut mir sehr leid zu hören, dass Ihr Mann Sie so behandelt hat. Klingt, als hätte er es wirklich verdient gehabt. Ja, sehe ich auch so. Wollten Sie noch was? Ich wüsste gern, ob Ihr Ehemann jemals die Dienste eines Callgirls nutzt. Soll das ein Witz sein? Er hat seinen Schwanz in jedes Loch gesteckt, egal ob schweineteuer oder spottbillig. Ich habe aufgehört zu zählen. Ma'am, kennen Sie vielleicht jemanden namens Adam Jones? Ein Junge namens Adam hat manchmal meinem Mann geholfen, bevor er seinen Job als Bestatter verlor. Aber das ist schon lange her. Könnte er das sein? Vielleicht nur etwas älter? Ja, könnte sein, ja. Sind Sie sicher? Sehen Sie genau hin. Ja, ich glaube, das ist er. Vielen Dank für Ihre Zeit, Miss Johnson. Oh, oh. Wer ist das denn? Sieht aus wie eine Frau von der Gestalt. Finde ich. Okay, bleib stehen. Oh nein. Okay, geschafft. Boah. Oh nein, 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 oh nein. Wo will ich da? Nein. Ich und Quicktimes, ey. Mann. Los, rüber da! Oh, gleichzeitig aus Tablet und Fernsehen zu gucken. Scheiße. Das ging doch glatt schief. Hier ist 609. Verfolge unbekannten Verdächtigen. Mittelgroß, dunkler Pulli. Marnie. Bin unterwegs zur Hoffman Road 22. Treffen wir uns da? Ja. Ist alles okay? Ja, ist soweit alles okay. Ich würde sagen, wir sagen das, was wir erfahren haben.
Ja, genau. Anscheinend hat Adam Jones eine Zeit lang bei dem Bestatter gearbeitet. Wow. Anscheinend war das, nachdem er angeblich in dem Feuer umgekommen war. Das ist krass, es gibt ihn also. Noch was. Jemand ist mir nach. Was? Alles okay? Ja, hat sich dann aus dem Staub gemacht. Vielleicht war das nur Zufall, ist nicht gerade die schönste Ecke. Hm, vielleicht. Wir sehen uns am Haus. Sag ich doch, da ist was drin. Der ist gar nicht verbrannt. Damals in Las Palmas. Lockenköpfchen. Passen Sie bitte auf, dass er keine Dummheiten macht. Oh, er kann es gern versuchen. Kommen Sie nicht auf Ideen. So sieht man sich wieder. Schöne Armbänder. Ja, ich kann meine Finger nicht mehr spüren, wenn Sie das meinen. Helfen Sie mir oder was? Okay. Enger schnallen oder lockern? Tja. Vielleicht können wir noch mehr erfahren. Ich würde ihm helfen, ich würde es lockern. Vielleicht kommt er... Hier. Noch mehr ans Tageslicht. Danke. Also hier ist Adam nach dem Waisenhaus hingekommen? Hier ist Adam aufgewachsen. Alles leer. Ein paar Hausbesetzer, aber die sind weg. Okay, 5 Minuten. Dann mal los, Boss. Bitte hier lang. Dieser Raum, genau hier. Hier hat Adam nach seiner Flucht geschlafen. Hier war ewig niemand mehr, Finn. Ich habe auch nicht behauptet, dass er hier wäre. Okay, wir sollen wieder Hinweise finden. Das Zelt. Okay. Oh, das wird eng. Das haben wir schon mal. Oh, wo ist es? Da, okay. Zweiter haben wir auch gefunden. Was? Karton. Da. Da drüben. Ach, schaffe ich nicht mehr. Sie sagen also, das hier ist von ihm, nicht von Hausbesetzern? Die würden das nicht wagen. Detective Marnie, der Sarge sagt, es wird Zeit. Ja, wir brauchen nur noch ein paar Minuten. Wie ist Adam im Waisenhaus gelandet? Adams Papa hat sich ständig bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Hat seine Frau vermöbelt, wenn sie nur falsch angeguckt hat. Eines Tages nahm sie seine Schrotflinte und schoss ihm den Kopf ab. Vor Adams Augen. Das erste Opfer hat auch seine Frau geschlagen. Der Bestatter. Auch ein Säufer. Sie bekam lebenslänglich. Keine Bewährung, keine Besuche ihres Kindes. Es spielt wohl keine Rolle, dass sie das getan hat, weil Papa sie früher oder später beide umgebracht hätte. Das nennt man Rechtssystem, was? Mord ist Mord. Das war ein hartes Urteil. Mord ist Mord. War Butter bei den Fische. Mord ist Mord, das war keine Notwehr. Ist Ansichtssache. Das gibt dir nicht das Recht zu töten. So kam Adam dann also nach Las Palmas. Vom Regen in die Traufe gekommen, was? Sie würden nicht glauben, was sie dort mit uns gemacht haben, Rominski und dieser Wichser von Pfleger. Und wir haben versucht, uns so zu wehren, wie man es tun sollte. Wir riefen die Cops, 3. Distrikt. Und niemand hat irgendwas unternommen.
Nicht mal die Sozialarbeiterin. Und als Adam aus dem Höllenloch raus war, dachte er sich selbst was aus, um sie alle bezahlen zu lassen. Diese Cops? Er kannte die Schichten. Er hat jeden Mord minutiös geplant. Er wusste genau, wer alarmiert werden und was denjenigen dann erwarten würde. Cops versagten, Eltern versagten, System versagte. Was würden sie tun? Wir beseitigten die, die uns wehtaten. Ich würde mich rächen? Ja, das ist nicht meine Entscheidung, abschätzig. Das ist nicht meine Entscheidung. Oder würde ich mich rächen? Mann, nee. Nicht meine Entscheidung, dazu gibt es Geschworene. Ja, so sagt man. Wer gab ihm das Recht? Ich dachte damals, vielleicht ist Adam der Einzige, der die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Der den ganzen Mist durchschaut. Der das Böse in den Herzen der Menschen sehen kann. Aber jetzt weiß ich, nur Gott hat diese Gabe. Spielt alles keine Rolle mehr. Als Adam ihn hatte, gab er Ruhe. Und ich bezahle den Preis. Ihn hatte? Rominski. Sein letztes Opfer. Aufgewühlt. Beherrscht. Ja, wir sind Profi. Beherrscht. Ja, Rominski. Oder sind wir aufgewühlt? Nee, wir sind beherrscht. Ja, Rominski würde ich machen. Ja, machen wir. Oh Mann, oder doch nicht? Oh Mann, wie entscheide ich mich? Wie soll ich mich? Ach, komm her. Ja, Rominski. Was? Er war echt ein übler Kerl. Was Sie nicht sagen. Ach, Mist, da muss ich dran. Kommen Sie klar? Okay, Freunde, hier machen wir einen Cut. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Und macht's gut. Ciao, ciao.